Olli, Olli. Olli, ich hab gehört, du hättest es am Rücken und jetzt machst du hier Zirkus, ja, eine Zirkusnummer. Also, ja, tut mir leid, doch vom Unfall. Ja, es tut mir auch leid. Ja. Hier ist das Bällchen zum Kuscheln, ja, ja. Und jetzt machst du Bubu, geh. Kaiser. Richtig, ja, das bin ich. Ja. Ich muss dir noch was beichten. Zweimaliger Weltmeister, ja. Was denn? Ich bin jetzt bei Scientology. Moment mal, habe ich dir jetzt richtig wo bist du? Bei Scientology, die haben gesagt, die brauchen Leute, die Kohle haben und leicht beeinflussbar sind. Da habe ich gesagt, bin ich überragend. Ja, du kannst ja nicht, Moment, du kannst ja nicht zwei Verträge gleichzeitig unterschreiben. Du bist ja schon beim FC Bayern München, du kannst ja nicht jetzt auch noch für Scientology auflaufen. Also, so geht es nicht, da ist ein Polter. Ich werde gleich noch mit Uli Hoeneß telefonieren, dass er sich irgendwie mit denen trifft und dich da raushaut. Also, wie ist denn das passiert? Also, ja, wir haben uns heimlich getroffen am Flughafen in Hannover und da war Tom Cruise, habe ich gesagt, geiler Mann, überragend, muss machen. Ja, überragend, ja, überragend bescheuert war das. Ja. Morgen gehst du sofort dahin zu denen und sagst, ich habe mich vertan, ich habe die Unterschrift ist gefälscht, ich bin Schweine oder was weiß ich. So, jetzt wird geschlafen. Jetzt machst du Pupo, ja? Noch eine Frage. Ja, eine Frage, bitte, aber nur noch eine letzte. Okay, ja. Kriegen wir neue Autos? Weil Philipp Lahm hat gesagt, wir kriegen jetzt alle einen Ypsilanti. Moment mal, was hat er gesagt? Wir kriegen jetzt alle einen Ypsilanti. Ypsilanti? Ja. Der Lahm. Ja. Hat er dich verarscht, ja. Und die haben mich alle verarscht, oder? Ja, richtig, ja. Die ganze Truppe, ja, seit anderthalb Jahren, ja. Ypsilanti ist kein Auto, ja. Das ist eine Politikerin aus Hessen. Das klingt wie einer von den Urzeitkrebsen oder wie ein Brontosaurus oder irgendwas anderes. Ist aber eine Frau, verstehst du? Ach so, dann kriegen wir auch gar keinen neuen Koch, ne? Jetzt wird geschlafen, ja. Und du stehst nicht vor 8 Uhr auf, hast du mich verstanden? Okay. Spiel ich eigentlich morgen wieder? Natürlich nicht. Ah, ja. Okay. Positiv, verrückt, Dave.